haben wir sehr gut gemacht, müssen, glaube ich, einen Tick früher in Führung gehen, haben zwei Großchancen mit Christo und mit Dani, die wir auch beide sehr, sehr gut rausgespielt haben. Gehen dann in Führung nach einer sehr, sehr guten Aktion von Alex, guten Konter mit viel Tempo. Natürlich dann am Ende ein bisschen glücklicher Abschluss, weil er abgefälscht war, aber trotzdem eine gute Boxbesetzung. Christo ist noch durchgelaufen auf dem zweiten Pfosten. Ja, das zweite Tor war wichtig natürlich, um ein bisschen Druck wegzunehmen. Wir haben dann stabil verteidigt. Wolfsburg hat dann viel Offensivpower auf dem Platz gehabt. Aber das haben die Jungs gut gemacht und ähnlich wie in Gladbach bis zum Ende gefightet. Von dem her sind wir sehr froh, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Ich habe gesagt, nicht nachdenken, schieße einfach ein Tor. Das hat er gemacht. Also alles gemacht, was ich gesagt habe, top. Ja, das war im Prinzip so ähnlich wie gegen Gladbach auch. Jussi hat defensiv einfach taktisch unglaubliches Gespür und natürlich auch einen extremen Fleiß. Ja, und es hat viel was natürlich auch mit der Defensivarbeit zu tun, die er da verrichten muss, darf, soll, was auch immer. Das macht er einfach gut. Wichtig ist, dass du da eine gute Kontrolle hast und das macht er gut. Und deswegen hat er gegen Gladbach eine sehr ähnliche Rolle gehabt. In Gladbach war es auch so, dass er unglaublich ballsicher war in der Position. Das hat er heute auch gut gemacht. Hat in der ersten Halbzeit auch zwei, drei richtig gute Bewegungen in die Spielrichtung gehabt, wo er gleich nach vorne weggeht. Ja, das war wie gegen Gladbach auch eine gute Leistung von ihm. Wieder sehr, sehr viel gearbeitet und